Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es um Bosch Professional und ich habe hier wirklich ein Leckerschmeckerchen. Heute geht es um das smarte Ladegerät, was mit 16 Ampere lädt, das GAL 18V160-C. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Ja, wer im Bosch Professional Universum unterwegs ist, der wird sicherlich schon über die neuen Ladegeräte gestolpert sein. So neu ist es jetzt auch nicht mehr, gibt es bestimmt auch schon über ein Jahr am Markt das Ganze. Neu ist dann wirklich die Ladestärke, mit der dieses Gerät die Akkus beschießen kann, möchte ich schon fast sagen. Wir haben hier 16 Ampere an Ladestrom zur Verfügung. Das Ganze im 18-Volt-System, logischerweise. Die Bosch-Akkus laufen hier grundsätzlich im 18-Volt-System. Es gibt auch ein 36er-System und natürlich auch das 12-Volt-System, aber mit diesem Ladegerät könnt ihr eben nur die 18-Volt-Akkus laden. Sowohl die alten, also die kleinen hier auch, als auch die neue Procore-Serie könnt ihr damit prima laden. Wobei die Procore-Serie natürlich noch einige Features mehr auf dem Kasten hat, um geladen zu werden in diesem Ladegerät. Ja, Bosch ruft einiges auf für dieses Ladegerät mit Bluetooth-Modul, habe ich noch gar nicht gesagt. Das GCY42 ist hier auch noch mit integriert. Es gibt das Ganze auch ohne. Ich würde aber dazu tendieren, wenn ihr euch schon so ein Ladegerät kauft, dann eben auch mit einzubinden in euren smarten Haushalt. Und ihr könnt dann da natürlich noch mehr Einstellungen dann vornehmen, was die Akkukapazitäten, was den Ladestrom betrifft, was überhaupt die Akkuspannung und sowas betrifft, und das Akkualter und. Werden wir uns gleich alles mal angucken. Also das GCY42 hiermit enthalten, kostet dann 175 € unverbindliche Preisempfehlung, alles so ungefähr. Der effektive Preis, für das ihr das bekommt, liegt so etwa zwischen 70 und 80 €. Müsst ihr mal gucken. Ich habe es euch unten verlinkt. Da könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Grundsätzlich gibt es das natürlich auch ohne GCY-Modul. Dann ist es ungefähr 15 € günstiger. Müsst ihr dann sehen, wie euch das am besten liegt. Ja, Bosch kleckert nicht, sondern klotzt. Es behauptet von sich selbst, das ist der schnellste 18-Volt-Lader auf der Welt. Es gibt derzeit keinen schnelleren Lader. Makita hat ein ähnliches Produkt auf dem Markt, was auch wirklich sehr, sehr schnell lädt. Aber dennoch sagt Bosch, das ist momentan der schnellste Lader am Markt. Zum Vergleich, ein 8-Ampere-Stunden-Akku, ich habe jetzt hier nur einen 5,5-Ampere-Stunden-Akku, der große 8-Ampere-Stunden-Akku lädt bis 80% hoch in nur 32 Minuten. Ihr habt mehrere Lademöglichkeiten bei dem Gerät, was ihr einstellen könnt. Einmal über diese Powerboost-Taste und einmal über die App. Wir sind einmal im Standard-Ladeverfahren, dann werden die Akkus bis 100% aufgeladen. Es gibt dann noch einen Punkt, der nennt sich Lebensdauer. Dann werden die Akkus auf maximal 80% aufgeladen. Und ihr wisst das, bei Lithium-Ionen-Akkus ist das tatsächlich entscheidend für die Lebensdauer. Also wenn man den immer nur bis 80% lädt, dann lebt dieser Akku auf jeden Fall wesentlich länger, als wenn ihr den jedes Mal auf 100% hochschießt. Ihr solltet auch Akkus nur einladen bei maximal 80% Ladung. Und ihr habt auch eine Boost-Funktion. Ihr könnt dann diese Taste hier separat einmal drücken und dann wird einmalig dann der Akku wirklich sehr, sehr schnell geladen. Das heißt, bis zu 50% wird er hochgeladen in wirklich rasanter Geschwindigkeit mit der vollen Power. Und den restlichen Ladezyklus geht er dann in den normalen Modus über und lädt den Akku dann bis 80% oder bis 100%, je nachdem, was ihr dann eingestellt habt, dann zu Ende auf. Nur, dass das ein bisschen schonender für den Akku logischerweise ist, wenn er etwas länger geladen wird. Aber wenn ihr jetzt wirklich mal sehr, sehr schnell Energie braucht, dann gibt es hier eine Tabelle und da seht ihr, wenn wir einen 4 Ampere-Stunden Proco-Akku da reinpacken, dann ist er in 9 Minuten wieder halb befüllt. Also wenn ihr dann nochmal irgendwie auf der Baustelle irgendetwas fertig machen wollt, dann ist das eine Option auf jeden Fall. Sollte man vielleicht nicht allzu oft tun. Auch der 5,5 Ampere-Stunden Akku ist in 13 Minuten lang geladen oder der 8 Ampere sogar in 15 Minuten. Und wenn wir hier auf 80% gehen, na gut, dann müsst ihr ein bisschen länger Pause machen, aber ihr könnt das eben von dem Gerät dann abfordern, wenn ihr es wirklich sehr, sehr schnell braucht. Oder wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, das könnt ihr alles beim Gerät dann tatsächlich regeln. Dann haben wir hier noch den Standardmodus, das war jetzt dieser Power-Modus. Im Standardmodus, also bis 100% hoch, seht ihr hier die maximalen Ladezeiten. Bisschen verwunderlich ist, dass der 4-Ampere-Stunden-Akku 51 Minuten braucht bis 100% und der 5,5-Ampere-Stunden nur 36 Minuten und der 8-Ampere-Stunden sogar genauso schnell voll ist wie der 4-Ampere-Stunden-Akku. Seht ihr alles hier in dieser Übersicht und wir haben hier einen 12-Ampere-Stunden-Akku, der tatsächlich in 55 Minuten dann voll geladen.
aufgeladen ist. Das muss erstmal einer nachmachen. Wir haben hier sogar nochmal die Übersicht, was die normalen Akkus dann betrifft. Also ich habe ja gesagt, die normalen Akkus könnt ihr damit auch laden. Die älteren Akkus, die noch nicht Pro-Core sind. Und hier seht ihr dann die Zeiten, in der diese dann vom Gerät aufgeladen werden. Ja, wenn wir das Ganze mit Bluetooth koppeln wollen, ich glaube, ich habe vorhin WLAN gesagt, hat natürlich nur Bluetooth das Gerät, das Bluetooth-Modul hier eingesetzt, dann die mitgelieferte Batterie dann hier mit reinsetzen. Es sind auch Bedienungsanleitungen logischerweise mit dabei, einmal vom GCY-Modul und einmal hier vom Gerät selbst. Könnt ihr euch im Vorab auch schon beide schon mal runterladen. Wenn ihr da schon mal reinschnuppern wollt, einfach bosch-professional.com aufrufen und dann könnt ihr euch dort einmal einloggen. Müssen wir das Ganze hier einmal wieder verschließen. So ist das Ganze dann verschlossen. Und wenn wir das Gerät dann hier in Betrieb nehmen, das muss man natürlich dann auch einmal reinstecken. Es wurde seitens anderer YouTuber schon bemängelt, warum das Gerät dann natürlich nicht mit Strom versorgt wird. Also das GCY-Modul nicht mit Strom versorgt wird über das Gerät, kann ich euch auch erklären. Man möchte ja dennoch auf das Gerät soweit zugreifen können, beziehungsweise es dann abfragen, ob es gerade in Betrieb ist oder nicht. Auch wenn es mal nicht eingestöpselt sein sollte. Das heißt, ihr habt ja das Gerät nicht die ganze Zeit eingestöpselt. Und Bosch gibt selbst an diese Batterie, die hier mit drin ist, eine ganz normale CR2032 Mainboard-Batterie, kann man sagen. Die hält ungefähr 3 Jahre in dem Gerät, wenn ihr das ganz normal benutzt. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Ganze hier mit der Bosch Tools App einmal koppeln können. Wir gehen hier einmal auf Plus, Werkzeug identifizieren und da hat er das Ganze schon gefunden. Hier ist noch eine Lampe, die er mit anzeigt, aber wir wollen jetzt dieses Gerät hier einmal mit aufnehmen und ihr seht schon, es blinkt hier unten einmal blau und so einfach ist dann tatsächlich schon das Koppeln und wir können hier in die verschiedenen Modi dann reingehen, können das Gerät nochmal anders benennen, wir können hier einen Akkustatus abrufen. Ist jetzt natürlich noch nichts integriert, also noch nichts reingesteckt. Ich werde hier mal einen Pro-Core 4 Amperestunden reinstecken. Was toll ist, dass wir hier eine 5-stufige Ladeanzeige haben. Die neuen Pro-Core Akkus haben ja hier auch eine 5-stufige Anzeige und pro Anzeigesegment sind das dann 20% an Ladung. Und ihr seht schon, wie schnell das Ganze hier dann auflädt. Wir sind jetzt im normalen Modus. Das heißt, er wird jetzt auf 80% super schnell aufladen. Das macht er jetzt auch noch, solange das hier etwas schneller blinkt. Sobald das hier etwas langsamer anfängt zu blinken, werden die letzten 20%, das heißt von 80 auf 20% dann hochgeladen. Ihr hört auch, dass das Ganze hier belüftet ist. Zu der Belüftung werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und wir können hier einmal die Powerboost-Taste drücken. Die macht jetzt natürlich wenig Sinn. Er geht auch gleich wieder hier auf Fehler. Beziehungsweise sagt uns dann, wir sind jetzt voll geladen mit diesem Akku. Und die Powerboost-Taste funktioniert natürlich nur, wenn der Akku hier wesentlich in der Leistung schon runtergefahren ist. Achso, wir können jetzt hier einmal in die App gehen und da seht ihr, der 80% ist jetzt hier erreicht und er ist jetzt hier auf Schongang eingestellt. Das heißt hier auf Lebenszyklus, Lebensdauer 80% steht hier. Und wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt hier in den Standardmodus wechseln. Das geht natürlich nur, wenn die Batterie hier einmal rausgenommen ist, beziehungsweise der Akku einmal rausgenommen ist. Dann können wir hier den Ladezyklus einmal umstellen. Jetzt können wir sagen, wollen wir das nur einmalig machen oder dauerhaft. Ich möchte das jetzt dauerhaft festlegen, dass die standardmäßig bis 100% geladen sind. Was mir noch aufgefallen ist, der Akku rastet hier in diesem Gerät nicht ein, sondern der liegt letztendlich mit den Kontakten nur auf diesen Ladekontakten auf. Das heißt, wenn das Gerät euch irgendwie mal aus der Hand gleitet oder von der Regalwand flitscht oder sowas, dann wird der Akku sicherlich auch rausfallen. Was toll ist, ist, dass Bosch hier endlich mal dran gedacht hat, hier hinten dann zu integrieren, dass wir das Gerät an die Wand hängen können. Sie haben uns einen Bohrdurchmesser hier vorgegeben und sie haben uns hier einen Abstand vorgegeben. Und so können wir das Gerät natürlich auch prima an die Werkstatt oder Garagenwand oder wo sonst auch immer hinbringen. Manche montieren sich das vielleicht auch im Wohnzimmer oder irgendetwas. So, dann probieren wir das Ganze mal aus. Er lädt ja jetzt bis 100% hoch. Und ihr seht auch, die Anzeige verrät uns das Ganze auch. Ihr braucht das nicht unbedingt per App koppeln. Ihr könnt das Ganze hier auch mit dieser Taste machen. Wenn ihr da zweimal ganz schnell drauf drückt hintereinander beim Start, dann wird der Ladezyklus oder Lademodi dann verstellt. Alles genauere dazu findet ihr dann in der Anleitung, aber bequemer geht das wie gesagt per App. Und ihr seht hier unten, welchen Akku er dann im Gerät erkannt hat. Wir können dann gleich mal gucken, wenn wir einen anderen einlegen, wie das dann aussieht. Wir sehen den aktuellen Ladezustand, wir sehen die Restladezeit. Wir sehen den Akkuzustand, der ist jetzt hier in dem Fall nicht verfügbar. Wir haben Batterietemperatur, also wie
heiß der Akku jetzt ist, 18 Grad, das ist hier Raumtemperatur. Und ansonsten, wenn der natürlich gerade aus einer Maschine kommt und dann vielleicht sogar 60 Grad oder sowas hat, dann wird das hier auch erstmal angezeigt. Zur Kühlung kann ich sagen, er hat eine aktive Kühlung mit drin. Allerdings bezieht sich diese Kühlung wohl hauptsächlich darauf, dass hier das Innenteil gekühlt wird. Hier drin ist es nämlich kalt. Wir können den dann auch versuchen, gleich mal nochmal aufzuschrauben. Dann seht ihr, hier sind zwei Kühler oder zwei Ventilatoren mit drauf, die dann hier drinnen das Ganze kühlen. Aber wenn ich das jetzt hier so fühle, dann wird das hier an der Seite auch kalt. Ob das jetzt natürlich was für den Akku bringt, das sei natürlich erstmal dahingestellt. Aber grundsätzlich habt ihr hier einen Auslass mit drauf, wo das Ganze dann auch noch den Akku so ein bisschen von außen her zumindest abkühlen soll wahrscheinlich. Aber in den Akku selbst, wie das bei Makita zum Beispiel der Fall ist, wird hier definitiv selbst nichts geblasen. Dafür gibt es dann eben auch keine Öffnungen. So, wenn wir jetzt den Akku einmal wechseln, nehmen wir mal hier so einen ganz normalen Akku. Nehmen wir mal hier diesen 5 Amperestunden Akku aus der alten Serie, einen GBA Akku. Und dann sehen wir hier, es wird jetzt einmal umgesäppt vom Gerättyp, wird hier nur erkannt, dass das eben ein normaler Akku ist, dass es kein Smart-Akku ist. Ladezustand ist hier 0%. Jetzt erkennt er langsam hier, aha, GBA 18 Volt. Mal gucken, ob er dann noch mehr erkennt. Temperatur und sowas steht hier auch alles mit dabei. Aber der Akku ist auf jeden Fall dann leer. Und wir sind jetzt hier im Power Boost tatsächlich bis zu 50% habe ich jetzt hier eingestellt. Und das wird jetzt hier auf jeden Fall auch sehr schnell aufgeladen. Und auch die rote Taste, die leuchtet jetzt einmal auf. Also ihr habt hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, euch dann hier ein Bild zu machen, wie es dem Akku gerade geht und was jetzt hier eingelegt ist. 10% ist der hier nur gefüllt, der ist natürlich richtig leer, hatte ich vorher im Staubsauger drin und ihr könnt hier noch Push-Benachrichtigungen sogar einstellen. Dann bekommt ihr aktuelle Meldungen, was mit dem Akku jetzt ist, direkt aufs Handy geliefert. Ja, so sieht das Ladegerät dann geöffnet aus. Ihr solltet das nicht unbedingt machen aufgrund der Garantieleistungen, dann das Gerät öffnen. Aber Bosch hat auf jeden Fall hier drauf verzichtet, da irgendwie Tri-Wing-Schrauben zu verwenden. Das sind ganz normale Kreuzschrauben, die unten drin sind. Also theoretisch kann man das natürlich auch öffnen. Und ihr seht hier schon an den Seiten sind hier zwei Computerlüfter verbaut. Ich denke, das sind 4x4 ganz normale Standardlüfter. Die pusten tatsächlich nach innen, aber dadurch, dass sich dann natürlich hier die Kälte oder die angesaugte Luft so ein bisschen staut, kommt ein bisschen was durch diese Rippen, die ich euch gerade von außen gezeigt habe, dann natürlich auch nach draußen und kühlen dann auch so ein bisschen den Akku. Aber grundsätzlich ist diese Kühlung hauptsächlich dafür da, um das Mainboard hier zu kühlen, beziehungsweise hier die verbauten Teile dann im Ladegerät selbst zu kühlen und nicht den Akku selbst. So, nun habt ihr die aktuelle Ladetechnik mal im Einsatz gesehen. Ich denke, es lohnt sich kaum, dass man jetzt auf dieses Gerät unbedingt upgradet, außer man hat vielleicht noch den 4 Ampere Lader daheim und möchte jetzt wesentlich schneller die Geräte laden können. Ich denke, das zielt mehr auf den gewerblichen Bereich ab, wo man dann eben, wie gesagt, noch eine Baustelle schnell fertig machen möchte oder sowas. Aber grundsätzlich natürlich auch für den normalen Heimanwender auch erschwinglich und natürlich auch einsetzbar. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von so einem Ladegerät haltet, ob ihr das vielleicht auch schon daheim habt, ob ihr das viel nutzt und vielleicht sogar dafür angeschafft habt, um eben schneller zu laden oder vielleicht einfach smart daherzukommen, um zu sagen, ja, ich möchte ja meine Geräte, die sind auch alle smart, die haben auch ein Bluetooth-Modul mit drin, da muss auch mein Ladegerät vielleicht ein Bluetooth-Modul mit drin haben. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch ein bisschen aufgeklärt hat, wenn es euch vielleicht ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet und sage bis dahin.